Was ist Demenz? Demenz ist eine Erkrankung im Gehirn. Dabei gehen Nervenzellen kaputt, welche helfen, Dinge zu behalten. Dementsprechend wird der Verlust des Wissens bei Menschen mit Demenz immer größer. Zum Beispiel erinnern sie sich nicht mehr, wo sie ihren Schlüssel hingelegt haben oder vergessen die Namen ihrer Kinder und Enkel. Ist die Demenz einmal vorhanden, schreitet sie immer weiter voran und ist nicht heilbar. Folglich sind Erkrankte am Ende komplett auf Hilfe angewiesen, da sie nicht mehr wissen, wie man isst oder auf die Toilette geht. Demenz ist aber lediglich ein Oberbegriff für verschiedene Erkrankungsbilder. Die häufigste und vielleicht bekannteste Form ist Alzheimer. Diese tritt bei 60% der Betroffenen auf. Die zweithäufigste ist die vaskuläre, das heißt gefäßbedingte Demenz, welche 15% der Erkrankungen ausmacht. Die restlichen 15% sind Mischformen zwischen Alzheimer und vaskulärer Demenz. Weitere Demenzformen treten zu 10% auf.